Hallo, wunderschönen guten Nachmittag. Ich habe hier ein Beauty-Elixier von Abtei. Das ist vegan, enthält gelöste Kieselsäure in hoher Verfügbarkeit Silizium mit patentierter Technologie produziert. Zink unterstützt den Erhalt gesunder Haut, Haare und Nägel. Steht auch hier geschrieben, brauche ich nicht extra nachlesen. Und Kupfer unterstützt den Erhalt eines gesunden Bindegewebes. Es hat einen Vanillegeschmack. Das kann ich zwar noch im Moment noch nicht bestätigen, das probiere ich aber gleich. Zumindest duftet es schon mal ganz herrlich nach Vanille. So, hier hinten steht drauf, die tägliche Verzehrmenge liegt bei 15 Milliliter. Dazu ist dieser Messbecher. Ich habe hier schon abgefüllt 15 Milliliter. Und das soll man natürlich nicht übersteigen, das ist ganz klar. Wie mit allen Nahrungsergänzungsmitteln. Viel hilft nicht immer viel, sondern wenn man zu viel nimmt, kann es auch ins Gegenteil umschlagen. Das Geringste, was passiert, ist vielleicht ein heftiger Durchfall. Und ansonsten können da ganz andere Sachen noch überraschenderweise eintreten. Also man sollte sich schon an die empfohlene Tagesdosis halten. Man soll es pur trinken. Es kann aber auch gelöst in 200 Milliliter Wasser, so steht es hier, kann es auch zu sich genommen werden, sollte dann aber sofort getrunken werden, nicht erst stehen lassen und später weiter trinken, sondern das sollte dann zügig weg. Das hat sicherlich auch was mit der Haltbarkeit zu tun, so wie da Luft drankommt, ist das natürlich dann auch oxidationsgefährdet, so dass sich die einzelnen Bestandteile zersetzen und nicht mehr die volle Wirkung entfalten können. So, nun mache ich den Test. Wenn ich gleich nicht mehr weiterspreche, bin ich umgefallen. Aber das wird nicht passieren, denn es war ein Scherz gewesen. Ich trinke das jetzt aus und sag euch noch, wie es schmeckt. Also, es ist gewöhnungsbedürftig, würde ich mal so ganz vorsichtig behaupten. Es schmeckt nach Vanille im Vordergrund, im Nachgeschmack leicht säuerlich bitter, aber nur ganz schwach. Auf jeden Fall ist das nicht unbedingt mein Lieblingsgetränk. Es ist wässrig, nicht so dickflüssig, sondern wirklich wässrig. Und ja, zack, in den Mund und weg. So würde ich das jetzt sagen. Einfach Augen zu und durch. Wenn es wirklich gut ist, wenn es wirklich so schön hilft, kann ich das einmal am Tag durchaus gelten lassen. Aber ich muss sagen, war auch der Moment, wo ich es geschluckt habe, ein ganz kurzes Gefühl von Trockenheit im Mund. Ich weiß nicht, ob ihr Schlehen kennt. Habt ihr schon mal auf Schlehen gebissen? Da hat man dann auch so ein komisches, trockenes, stumpfes Gefühl im Mund. Und so ähnlich war mir das hier auch gewesen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wenn es wirklich so gut ist, wie es auf der Flasche steht, und da vertraue ich einfach mal drauf, denn Abtei ist ja eigentlich auch ein großer und bekannter Name. Die werden uns da nicht irgendwelchen Quark verkaufen. Ich denke mal. Wenn es alles hält, was es verspricht, ist es den einen Schluck am Tag durchaus wert. Das kriegt man hin. Und 19 Euro, ich muss gerade gucken, 19,99 € kostet dieser ganze Liter. Mit denen reicht man. Oh, da muss ich ganz kurz mal nachlesen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal rechnen. Und zwar dieses. Nein, ich habe nicht gerechnet, ich habe geschwindelt. Ich habe Alexa gefragt und Alexa wusste das. Also bei 15 Milliliter pro Tag reicht man mit diesem Liter gut 2 Monate. Das sind 66,666 Periode Einzeldosen. Und ja, da hat man wirklich lange dran. Und mit 19,99 für 2 Monate, denke ich mal, ist das ein Toppreis. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Das ist sehr empfehlenswert, sehr toll. Und Zink allein ist mir schon die Überwindung wert, das zu trinken. Wie gesagt, ganz so schlimm ist es nicht, aber es hat schon einen merkwürdigen Nachgeschmack. So, ich wünsche euch noch jetzt einen schönen Nachmittag und beende dann auch gleich mein Video wieder. Tschüss!